What the fuck? Da hat das Bild gerade komplett zerschossen einfach. Ne, oder? Moment, Spielaufnahme. Transformieren. An Bildschirmgröße anpassen. Danke. Und damit... Viel zu laut. Herzlich willkommen zu Forza Horizon 5. Wir starten am ersten Tag, den das Spiel draußen ist, offiziell. Vorbesteller-Scheiß. Natürlich mit Forza Horizon 5. Gestern noch Forza Horizon 4 abgeschlossen. Wir haben es mitten in der Nacht. Es ist 0 Uhr 9. Ich musste gerade meinen Grafikkartentreiber noch updaten. Aber jetzt gucken wir uns das direkt mal an. Die automatische Suche hat folgende Voreinstellung für ihr System gewählt. Extrem. Wenn du das sagst. Wir gehen direkt mal ins Audio rein. Und leider, auch wenn die Musik mich jetzt schon geil macht, hätte ich gerne Streamer-Modus an. Und eigentlich hätte ich gerne Radio aus. Ach guck mal, darf man jetzt sogar mal 0 einstellen? Ja! Schmacko. Geil. Ich habe keine Ahnung, ob es ansonsten viel zu laut ist. Eigentlich sollte das ja alles regeln. Speichern. Da ist tatsächlich die Musik aus. Das scheint die Radiolautstärke zu sein. Okay. Wir starten einfach mal ins Spiel rein und schauen, was uns erwartet. Nach dem Intro gibt es ja noch Musik. Optimierung für deinen PC läuft. Bitte warten. Okay. Ich habe noch gar nichts zum Spiel angeguckt, also 0,0. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Ladezeiten sind. Ich glaube, ich habe es auf der SSD installiert. Würde aber nicht drauf wetten. Kann sein, dass nicht. Optimierung läuft. Okay. Ist neu. Das hat Horizon 4, glaube ich, nicht. Wir sehen uns, wenn es fertig ist. So. Jetzt haben wir 0 Uhr 12. Also hat das Ganze mal eben 3 Minuten gedauert. Macht nichts. Wir spielen selbstverständlich mit dem Xbox One Controller, den ich noch habe. Nicht mit dem Series X oder S ist es, glaube ich, Controller, der gerade gezeigt wird. Ich dachte eigentlich auch ehrlich gesagt, Laden wäre abgeschlossen, aber offensichtlich nicht. Heute werden übrigens 2 Parts kommen, deshalb kommt der hier schon um 13 oder 14 Uhr, das habe ich noch nicht entschieden. Und ich muss gleich noch gucken, dass ich irgendwo ein Thumbnail aufnehme, denn ich habe keinen Bock, das Standard-Thumbnail zu nehmen, was alle wahrscheinlich nehmen werden. Ja, wobei, ja, weiß ich noch nicht. Gucken wir mal rein. Ihr werdet sehen, was ich als Thumbnail genommen habe. Klassisch würde ich einfach das Wallpaper nehmen. Das, was quasi auch auf der Spielepackung drauf ist. Ich lese nicht mit. Ne? Schönster Ort der Welt, wo alle willkommen sind. Zusammen erkunden wir die Wunder und Schönheit von Mexiko. Erfahren wahre Freiheit. Fühlen uns lebendig. Zusammen als Freunde und Familie. Fragst dich, was als nächstes passieren wird? Freunde, eines habe ich auf der Jagd nach dem Horizont gelernt. Manchmal muss man einfach loslassen und die Fahrt genießen. Uh-oh. Drücken Sie A, um ins Horizon zu springen.
Ich sag mal so. Oh, aufgeheizte Stimmung. Wir sind auf so einem Schlitten drauf. Das heißt, wir werden nicht fahren können, Freunde. Es gibt einen Vulkan. Klar. Warum auch nicht? Wir starten mit dem Bronco rein. Bienvenidos a Mexico! Wusstest du nicht, dass in Mexiko irgendwo Schnee liegt? Ich habe Mexiko eigentlich auch nur als das arme kleine Land in Erinnerung, was es vermutlich auch ist. Dann auf der anderen Seite. Mit Drogenkartellen und ganz viel Gewalt und eine der gefährlichsten Städte überhaupt. Also Länder, Städte. Ja. Mach ich, Bruder. Ich meine, der Bronco ist nicht so beliebt. So wie auch der Macher nicht beliebt ist. Allgemein macht Ford gerade, glaube ich, nicht so coole Sachen, die so beliebt sind. Ich weiß gar nicht, wie der kleine Fiesta Dreizylinder angekommen ist. Funktioniert das? Ja. Sollte es zumindest, hoffe ich. Wo soll Verkehr aufkommen, Bruder? Im Nichts? Nice. Das sieht mir nach Trophy Truck aus. Und nach Offroad Buggies, okay. Findest du neue Freunde? Amüsier dich ruhig, ich muss noch was ausliefern. Ist das eine Corvette C8? Also ich bin mir überhaupt nicht sicher. Ich wüsste auf jeden Fall nicht, was es spontan sonst ist. Schöner Tag für eine Fahrt. Kurze Frage zwischendurch. Das ist eine Corvette C8, oder? Ja. Ich glaube schon. Gefällt mir optisch sehr gut. Schickes Auto. Sind auf Mittelmotor, glaube ich, gewechselt. Ist Mittelmotor das? Ja, Mittel. Ne, nicht Heck. Mittel. Ich glaube, ja. Hallo, Freund. Mitsubishi? Geschwindigkeit kommt gefühlt nicht mehr so rüber wie in Horizon 4 noch. Hallo, Freund. Verpiss dich mal. Ist das jetzt ein Buschbrand oder ist das einfach nur ein bisschen Staub? Also beides Schmutz im Endeffekt, ja, aber... Okay, Texturen kommen, glaube ich, gar nicht hinterher gerade. Boah, ich sehe überhaupt nichts, Alter, aber schick gemacht. Also kann man sich mal wieder wenig beschweren. Na, was kriegen wir jetzt? Okay, auf mein Zeichen. 5, 4. Oder jetzt, auch gut. Okay, ich sehe, was wir kriegen. Das könnte etwas holprig werden. Das macht nichts, das ist ein Dirtrenner hier. Dschungeldonner. Ich hab wahrscheinlich eh mal eins überlesen, ne? Touchdown! Nicht ein Kratzer! Okay. Sagt mir nichts, das Auto. Also ist überhaupt nichts. Liegt aber wahrscheinlich an mir. Ja, verpisst euch da mal bitte, Jungs. Es ist echt spät. Ich glaube, es wäre sogar realistisch, dass es in Mexiko hell ist. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie spät, also wie viel Zeit dazwischen liegt. Aber... da wir hier gerade mitten in der Nacht haben und die ja ein paar Stunden vor uns sind, glaube ich zumindest, dass es da hell sein könnte. Nur regnen müsste es jetzt nicht. Ich weiß übrigens über das Spiel, dass es in Mexiko spielt. Ende. Ich habe mir sonst noch keinen Trailer angeguckt. Oh, ein Doggo. Ich habe mir sonst noch kein Gameplay angeguckt. Ich habe mir sonst
noch keine Präsentation angeguckt, gar nichts. Aber ich freue mich schon sehr auf das Spiel. Wie man vielleicht auch merkt, weil ich es einfach stumpf um 10 Minuten nach Release spiele. Ich dreh doch mal um und lotse dich über die Brücke. Und es auch vorbestellt habe, für viel zu viel Geld. Kann ich nie empfehlen. Ist echt sehr viel Geld gewesen. Aber was kostet die Welt? Freddy wird sagen, Kleingeld. Oder ich piss die 100 Euro oder sowas. Ich muss mit Freddy nochmal sowas schnacken und dann will ich vielleicht... Okay. Was in den zukünftigen Parts verlinken, was ich extrem geil finde, was mir Freddy gezeigt hat. Schauen wir mal. Hallo Flamongos. Soll es jetzt ein Maya-Tempel sein? Highway zum Horizon. Was kriegen wir jetzt noch für eine Autoklasse? Sieht nach einem bösen Auto aus. Ist die letzte Lieferung. Das ganze Festival wartet. Ist das der Mercedes? Oder AMG? Ich glaube, es ist der AMG. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Das ist nicht der One, oder? Nee, es ist ein... Doch, es ist der One. Okay, gut. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Hybridler war oder ein reiner Elektro. Anhören wie ein reiner Elektro, das sieht sicher auch ein Auspuff, also wird es wahrscheinlich ein Hybrid sein. Das Ding hat 700 Volt Systemleistung. Also nicht Leistung, sondern, ne? Ja, schnell. Ich bin wirklich kein Fan von dem von Mercedes. Ich muss sagen, das Auto gefällt mir. Finde ich optisch ansprechend. Ist halt böse, ne? Nice. Erzähl mehr. Möchte mal kurz anmerken, alles blau. Okay, davor ist einmal kurz nicht blau. Ja, besser. Da fährt er einfach Offroad, nice. Heieieiei. Der erste Part wird wie immer ein bisschen länger und wahrscheinlich ein bisschen ohne Inhalt. Ja, also sind wir mal ehrlich. Ein AMG One hat überhaupt keine Chance gegen ein Flugzeug. Die sind deutlich schneller, glaube ich. Aber wobei, ich habe keine Ahnung, was das für eine Maschine ist. Nego? Was ist das für eins Maschinen? Wieso sind wir männlich? Ich bin nie in Forza männlich. Also nie in Rain. Das war Tag 1 unserer mexikanischen Fiesta, Leute. Und wir fangen gerade erst an. Heißt mit mir unseren Superstar Nummer 1 beim Horizon Mexico willkommen! Mach mal, aber mach mal bitte nicht männlich, danke. Kommen wir beim Horizon Festival Mexiko an. 10 Gamerscore-Punkte. Nice. Mach ein bisschen laut auf meinen Ohren. Ich bin übrigens marginal müde. Spiel, wollen sie auch noch laden heute? Keine Ahnung, ob das jetzt an Release liegt oder daran, dass ich es doch nicht auf der SSD installiert habe. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich meine, ich hätte es auf der SSD installiert. Also kann natürlich sein, dass die Server jetzt einfach überlastet sind, auch wenn es ja prinzipiell kein Online ist gerade. Aber kann ja trotzdem sein, dass irgendwas maßlos überlastet ist. Wenn das jetzt in den nächsten Sekunden sich nicht selber fixt, dann würde ich sagen, schalte ich wieder dazu, wenn es weitergeht. Ne? Gut. Wir. Ah, okay. Kurz Tagchen. Kann ich nicht einfach die vom letzten Mal übernehmen, Freunde?
Ich habe echt keine Ahnung, wer am nächsten rankommt. Ich, also sie oder sie, hätte ich gesagt. Ich nehme mal sie. Kurze Haare hatten wir, ne? Ich glaube, ja. Boah, guckt sie stoned, Alter. Boah, sieht das scheiße aus. Ja, ich habe übrigens überhaupt kein Gedächtnis, was wir für Haare hatten. Ich sag mal so, die Frisur kommt eigentlich schon ganz gut hin, ne? Ich glaube, die hatten wir ungefähr. Haarfarbe selbstverständlich rot, die einzige Haarfarbe, die es gibt. What the fuck? Warum kann man sich Prothesen machen? Ich möchte keine Prothesen, danken. Test! Test! Hallo, hallo! So hört sich meine Stimme an. Es hört sich jetzt nicht so an, wie ich wollte, aber okay. Gut, kann ich ändern. Schön. Ich habe mich gerne ein bisschen weißer gemacht, weil ich bin halt ein bisschen weißer. Gut, ich bin auch keine Frau. Zugegeben. Nice. Ein Riesenapplaus für Jan! Ah. Habt ihr mal wieder meinen Namen aus dem System rausgeklaut und rausgefunden, wie ich heiße? Danke. Mach das mal bitte nicht. Danke. Finde ich mich kacke. Ich werde doch nur Boss genannt in jedem Horizon-Teil bis jetzt. Muss ich auf jeden Fall wieder erinnern, wenn die mich jetzt die ganze Zeit Jan nennen wollen. Hey Amigo! Als du aus dem Flugzeug gesprungen bist, was hast du da gedacht? Ich habe mich bemüht, nicht darüber nachzudenken. Jamin sagte, ich sollte Großes von dir erwarten. Das sieht sehr seltsam aus. So. Spektakulär? Ja. Hayley, ich habe dir so viel zu zeigen. Cerros, Desiertos, kurze Frage. Pyramides. Warum sehen die Menschen so dusselig aus? Deine Aussprache war übrigens muy bien. Es wird besser. Aber wenn du irgendwann beim Festival vorbeischauen willst, brauchst du einen hiervon. Ich verspreche nicht, Treffer. Ich glaube, das ist deins. Wie war dein Flug? Nicht übel. Der Ausstieg war etwas unsanft. Das glaube ich. Komm. Ramiro kümmert sich um deine Expedition. Ich koordiniere die Festival-Logistik. Da bleibt nur... Primita! Ben! Der ist einer von denen, dem wir aus dem Auto gesprungen sind. Hey, am Flugzeug. Auf, wenn du Primita nennst, Primito. Ich weiß, was du in UK abgeliefert hast. Vamos a hacer rebanda. Alejandra, oder? Wenn du dich mit Motoren so gut auskennst, wie man sich erzählt, gewinnen wir sicher. Oh, apropos, ist die Lieferung da? Heute früh angekommen. Ja. Warum sehen wir so dusselig aus? Ja, was für eine Sammlung. Du hast wirklich Geschmack. Schick. Ich bringe sie in den Fuhrpark. Aber welches führst du zuerst aus? Schwierig. Ich finde die C8 geil. Aber ein fucking Supra. Oder um es zu sagen, Dude, is that a Supra? Ja, fuck off, oder? Ah, der A90 Supra. Der jüngste Nachfolger eines überaus legendären Autos. True. Gute Wahl, besonders wenn du gern quer fährst. 3 Liter oder 2 Liter wäre wichtig. Interessante Abgasanlage. Eine Spritztour mit dem Supra. Der. Es ist die Supra. Super. Wie wär's mit einem persönlichen Nummernschild? Ja, warte. Moment. Ich muss einmal kurz alles wegmachen. Ich hätte wahrscheinlich einmal nach unten gehen können, ne? Es
passt ausnahmsweise auch mal komplett. Ah ne, passt nicht, okay. Dann, warte, kann ich hier so machen? So, so. Hätte ich gerne das Gelbe. Wir machen natürlich wieder unser altbewährtes Kennzeichen. Selbstverständlich, ne? Vorheriger Charakter. Ich bringe den Rest deiner Autos zum Fuhrpark. Sieht gut aus. Habe ich mehr Zeit mit ihnen. Mag die Felgen nicht, mag die Abgasanlage hinten nicht. Mag mittig nicht. Aber okay. Hey Jan, ich weiß, du kommst gerade erst an, aber das erste Hör auf damit, bitte, los. Danke. Fehlt nur noch unser Superstar. Das möchte ich bitte erstmal umstellen, dass sie mich die ganze Zeit Jan nennt. Weil das ist Katastrophe. Ich hoffe, du bist bereit. Oh, ich bin bereit. Bin bald. Halt mal Schnauzen, ja? Wir gehen jetzt hier erstmal in Einstellungen. Erstmal würde ich gerne Video sehen, also Grafik, weil ich finde es nicht, dass es so krass aussieht. Ich habe immer noch nicht verstanden, was das hier ändert. Bla 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 bla. Ja, mach mal an. Ja, mach mal an. Mach mal an. Ja? Speichern, bitte. Ah, neu starten. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. So. Da sind wir auch wieder. Ich habe keine Ahnung, wo er uns rauswirft. Ich schätze im Festival. Muss wieder auf meinen Ohren ein bisschen leiser drehen. Ich würde sagen, wir machen nur noch ein bisschen Cookie. Erste Rennen dann im Part in einer Stunde. Beziehungsweise in einer Viertelstunde oder so wahrscheinlich schon. So. Frage. Ich möchte bitte nicht mehr Jan genannt werden. Ja, das mag ich mir nicht. Ich stehe mal schon auf überdurchschnittlich. Antiblockiersystem, ja. Lenkung, okay. Traktionskontrolle an, ja. Ja. Okay, das ist fein. Wo kann ich einstellen, wie sie mich nennt? Das macht mich nämlich wirklich wahnsinnig. Triebwerk. Boah, ja, wenn du mir sagst, wie viel PS ich habe, finde ich das besser. Metrisch, selbstverständlich metrisch. Federn. Okay. Keine Ahnung. Habe ich ehrlich gesagt nie bei den anderen beachtet. Ja, wird schon passen. Steuerung will ich nicht. Kein HDR-Bildschirm gefunden. Nee, leider nicht. Okay. Gut, vielleicht kann man das erst später ändern. Ich tippe auf, man kann das erst später ändern. Wir fahren erstmal eine Runde, ja? Ist okay. Ich habe übrigens die Premium gekauft, wie man wahrscheinlich gedacht hat, weil die Parts kommen am 5. und ich bin jetzt nicht in der Lage, dass man mir sagt, hier hast du eine Vorabversion. Oh Gott, wir dürfen auf der richtigen Straßenseite fahren. Wir haben die ersten zwei Horizon-Teile gespielt. Ist man auch auf der falschen Straßenseite gefahren? Ich hoffe, euch ist allen klar, was ich mit falscher Straßenseite meine. Ich meine, also ich möchte übrigens mal kurz anmerken, das Spiel sieht wirklich gut aus. Und dafür finde ich dann die Charaktere echt hässlich. Geringe Streaming-Bandbreite. Was? Beim Stream? Okay, was auch immer du mir sagen möchtest. Ich möchte mal kurz was wissen. Kann ich bei Einstellungen auch FPS anmachen? Kann ich das oder kann ich das nicht?
Erstmal V-Sync. Wobei, lasse ich es an. Ich bin immer kein Fan von V-Sync. Wir lassen es einfach mal an. FPS-Anzeige, danke. Wenn er Dolle stört, sagt er bitte Bescheid. Aber ich fände es interessant zu sehen, ob ich unter 60 FPS falle. Also deutlich unter 60 FPS, ne? Wenn das Dolle stört, sagt er bitte Bescheid, dann mach ich es wieder aus. Aber ich hätte es in den anderen Teilen auch an. Ich würde sagen, das waren jetzt 26 Minuten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ach du Scheiße. Ja gut, das ist Karte, ne? Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da fangen wir dann an, diese wunderschöne Karte zu erkunden. Bis dahin, um 15 Uhr, haut rein und tschüss.